zum 19. Sonntag im Jahreskreis. Liebe Gottesdienstgemeinde, wir in jeder heiligen Messe feiern wir Tod und Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Aus Dankbarkeit wird uns dadurch die Hoffnung auf ein unvergängliches Leben geschenkt. Und selbstverständlich bedenken wir dabei der Menschen, die uns vorausgegangen sind. Menschen, die wir heute im Evangelium hören werden und die immer den Stürmen des Lebens ausgesetzt waren und jetzt unglücklich im ruhigen Gewässer im Hafen des ewigen Lebens angekommen sind. Wir schaffen im Gebet die hoffnungsvolle Verbindung mit dieser Zeit vom Diesseits ins Jenseits. Vielen Angehörigen ist das ein besonderes Anliegen, ein Hoffnungsanker. Wie heute vielleicht Annemarie Wagner und Brigitte mit den Familien im Gedenken an die Eltern Peter und Josef Knaus und an die Schwester Hilda. Und wir bitten heute auch das besondere Gebet Elisabeth Zinkmüller, geborene Arbeiter. Nach langem Leiden verstarb die rechtstehende Frau am 5. Juni im 68. Lebensjahr. Das war keine individuelle Verabschiedung möglich. Und so nehmen wir Elisabeth mit den verwandtschaftlichen Wurzeln in unser Tal herein, um diese Gottesdienstfeier. Noch ein Hinweis zum Gloria singen wir die 392 Briten. Bitte ganz gefühlt.
Die eine oder andere unter uns hat sich daran schon längst gewöhnt. Und doch können uns durchaus verdächtige Zweifel kommen, wie es mit uns, wie es mit unserer Kirche weitergehen wird. Bin ich hier richtig, wenn so viele auch gut ohne Kirchen leben können? Die biblischen Texte des heutigen Tages ermutigen uns aber, Gott ist da, still und leise. Seine Zusage, hab keine Angst, gilt auch für uns heute. Mit all seiner Liebe heißt er uns alle willkommen. Gott schaut letztlich nicht auf Zahlen und Statistiken, nein, sondern er schaut in jedes Herz, das ihn sucht. Gut, dass gerade du und auch du da bist. Und das hat uns Jesus unermüdlich vermittelt und er sagt von uns, dass er der Immanuel, ich bin da für euch ist. Das ist sein Name auf ewig. Auch uns wird manchmal das Gottvertrauen immer wieder haben Verzagtheit und Sicherheitsdenken die Oberhand. Damals wie heute kam eine vertiefte Beziehung zu Jesus selber neue Brücke bauen und auch neue Wege ermöglichen. Deshalb rufen wir Herr Jesus Christus, du stehst uns bei, auch wenn unser Vertrauen zu dir manchmal so spielt und droht. Herr, erwarte dich unser. Herr, erwarte dich unser. Du bist unsere Hoffnung, auch wenn wir manchmal kleinmütig sind. Christus, erwarte dich unser. Christus, erwarte dich unser. Du bist unser bester Halt, auch wenn wir meinen, keinen Grund mehr unter den Füßen zu spüren. Herr, erwarte dich unser. Herr, erwarte dich unser. Der mächtige Gott erwarte sich unser Last und Sünden der Nacht und führe uns zum ewigen Leben. Nach dem Sturm kam ein Erdbeben.
Doch sein Erbe war nicht im Erdbeben. Nach dem Beben kam ein Feuer. Doch sein Erbe war nicht im Feuer. Nach dem Feuer kam ein sanftes, leises Säuseln. Als Elia es hörte, hüllte er sein Gesicht in den Mantel, trat hinaus und stellte sich an den Eingang der Höhle. Wort des lebendigen Gottes. Das sei Gott. Halleluja, 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 Halleluja. Ich bitte um Segnung, Jesus. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geist. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. Ehre sei dir, o Herr. Nachdem Jesus die Menge gespeist hatte, drängte er die Jünger ins Boot zu steigen und das andere Ufer vorauszufahren. Inzwischen wollte er die Leute nach Hause schicken. Nachdem er sie weggeschickt hatte, stieg er auf einen Berg, um für sich allein zu beten. Als es Abend wurde, war er an einem Ort. Das Boot aber war schon viele Stunden und von Land entfernt, wurde von den Wellen hin und her geworfen und sie hatten Gegenwind. In der vierten Nachtwache kam er zu ihnen. Er ging auf den See. Als ihn die Jünger über den See kamen, sahen sie, erschrak sie, weil sie meinten, es sei ein Gespenst. Und sie schrien vor Angst. Doch sogleich sprach Jesus zu ihnen und sagte: Habt Vertrauen, ich bin es. Fürchtet euch nicht. Petrus erwiderte ihn und sagte: Herr, wenn du es bist, so befiehlt, dass ich auf dem Wasser zu dir komme. Jesus sagte: Komm. Da stieg Petrus aus dem Boot und kam in das Wasser zu Jesus. Als er aber den heftigen Wind bemerkte, bekam er Angst und hörte weg, alle unterzugehen, schrie er: Herr, rette mich! Jesus streckte sofort die Hand aus, ergriff ihn und sagte zu ihm: Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und als sie ins Boot gestiegen waren, legte sich der Wind. Die Jünger im Boot aber fielen vor Jesus nieder und sagten: Wahrhaftig, Gottes Sohn bist du. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Freunde, die Firmen, die ersten Christengemeinden ausgesetzt waren, waren geprägt von der vielfältigen Auseinandersetzung nach Wien und nach außen. Wie soll es weitergehen? War dabei immer wieder eine wichtige Frage und eine Frage, die uns auch heute auch nicht ganz fremd sein dürfte. Aber das heutige Evangelium zeigt, Gott bewahrt uns nicht vor den Stürmen und Nächten unseres Lebens, sondern er ist bei uns und sagt: Habt Vertrauen, ich bin es, fürchtet euch nicht. Dieser Ruf Jesus zeigt uns ganz deutlich, er lässt uns nie allein.
wir dürfen darauf hoffen, dass er in den stürmen und Nächten unseres Lebens bei uns ist. Liebe Freunde, ich möchte mit euch ein wenig über dieses Evangelium nachdenken, das wir gerade gehört haben. Die Jünger waren auf dem Boot und es war ein starker Sturm. Das Boot schaukelte hin und her und dann kam Jesus und ging über das Wasser auf die Jünger zu. Zuerst erschraken die Jünger und sie hatten große Angst. Das kennen wir bestimmt alle, dass wir schon manchmal Angst haben. Und Jesus sagt mit dieser Bibelerzählung zu seinen Freunden, hat keine Angst. Fürchtet euch nicht, ich bin es. Habt Vertrauen. Und Petrus, einer der Jünger, ging auf dem Wasser auf Jesus zu. Als Petrus jedoch sah, wie stark der Sturm war, da begann er auch Angst und begann unterzugehen. Und was machte Jesus daraufhin? Jesus steckt Petrus sein Hand hin. Er hat ihm sein Hand erreicht und ihn über Wasser gehalten. Jesus errettet Petrus, kein Stark. Jesus ist ein guter Gott und auch für uns heute. Diese Begebenheit aus der Bibel möchte uns sagen, liebe Schwestern und Brüder, dass wir Vertrauen für Jesus haben können. Jesus reicht auch uns immer wieder seine Hand. Er ist für uns alle da. Er reicht uns die Hand auch dann, wenn es stürmt, wenn wir Angst haben, wenn wir uns unsicher oder allein fühlen. Wir können Vertrauen haben und sicher sein, dass Jesus für uns da ist. Jesus führt uns an, wie man ihn in seine Hand hielt. Das zu wissen, ist ein schönes und gutes Gefühl. So können wir uns die Petrus und die Vitamine in dieser Bibelerzählung ganz sicher fühlen. Wir können uns auf Jesus verlassen. Er ist bei uns Immanuel, der Gott mit uns deshalb brauchen wir von nichts Angst haben. Amen. Ich glaube an Gott. Der Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unser Herr, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden. Aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten, und das ewige Leben. Amen. Jesus Christus, gib uns Halt und Kraft geben. So dürfen wir voll Vertrauen in unseren Anliegen kommen. Wir beten für die Menschen, die aus dem Glauben leben, für die Kinder und Jugendlichen, die nach langem Warten ihre Erstkommunion feiern oder getirmt werden. Wir beten dich, Herr, uns. Wir beten für die Menschen, die deine Liebe im Moment nicht mehr sehen können.
sein Leben durch Hunger und Gewalt bedroht ist. Wir beten dich, Herr, erhöre uns. Wir beten für alle Kranken, die von Schmerzen und Ungewissheit geplagt, ängstlich nach jedem Hoffnungsstrahl Ausschau halten. Wir beten dich, Herr, erhöre uns. Wir beten für uns selbst, die oft in gewohntem Verfangen das unerwartete Einhaken Gottes ins eigene Leben nicht zulassen wollen. Wir beten dich, Herr, uns. Wir beten für alle, die durch den Tod einen lieben Menschen verloren haben. Heute tun wir das im Besonderen mit Michael Arbeiter im Gedenken an Schwester Elisabeth und mit Annemarie, Margaret und Brigitte samt Familie im Gedenken an die Eltern Peter und Josefa Knaus und Schwester Vera. Wir beten dich, Herr, uns. Herr Jesus Christus, du streckst uns immer wieder deine Hand aus, an der wir uns festhalten können. Dafür danke ich dir, mit Gott, dem Vater und dem Heiligen Geist heute alle Tage unseres Lebens und in Ewigkeit. Amen. Amen. Lord, save me.
Ja, du bist heilig, großer Gott, und um diese höhere Heiligkeit, darum bitten wir dich, sende deinen Geist auf diese Gabe ab und heilige sie, damit sie uns werden leiden und deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an der Klaus, die mich erfuhr, und sich aus verlieren, weil Mutter war, mangel das Brot und sagte dann, trag es, erreichte seinen Jüngern und sprach, nehmt und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte ihnen, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmt und bringt es alle darauf, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünde. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Lamb of Gottes.
sieht das Lamm Gottes, das hinweggeht die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du mein Gebet unter meinen Namen, aber ich sprich meine Worte, so wird mein Ziel gesungen. Kostet uns die Bedingung der Herr. Was Gott hat, ist wohlgetan, es zeigt er in sein Leben. Wie gern sein Herz sagen, will ich den Mangel stillen. Er ist mein Gott, der in der Not mich und euch zu erhalten. Drum lass ich mich noch halten. Was kommt und das ist wohlgetan, er wird mich nicht ertrügen. Er führt mich auf so lass ich dir
Das Heilige, das Sakrament bringt uns Heil, das erhält uns in der Wahrheit und sei uns Licht in der Finsternis, sagen wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Samstag, den 15. August, Maria Himmelfahrt. In Großkirchen um 10.30 Uhr eine Mordgottesfeier sein mit Körpersegnung. Auf meinen Tagen wird er heute um 10 Uhr verschwunden. Und zum 20. Sonntag im Jahreskreis der Kirche in St. Nikolai am 16. August die Heilige Messe um 10.30 Uhr für den verschwundenen Vater Monika Rocker. Und Boris und Helmut Moser für die verschwundenen Eltern und Schwiegereltern August und Katharina Ritschak. Wir haben heute ein besonderes Privileg gehabt und haben es immer noch, weil es ja noch da. Wir haben mit einem frisch gebackenen Doktorarbeit die Messe gefeiert. Der besteht, hat sein Doktorat abgeschlossen. Wir sind besonders froh und stolz und freuen uns mit dem Doktorat. Etwas dazu, ein Geschenk. Ja. Ich habe mich erkundigt. Es ist ja so, ich habe zwei Sachen mit, zwei Geschenke, weil es ist ja in Österreich, ist es meistens so, dass wenn der Mann doktoriert, dass auch die Frau doktoriert in der Ansprache natürlich. Und der Tage hat natürlich keine Frau, aber er hat einen Punkt. Und das ist jetzt der Doktor Tour. Und deshalb bekommst du, und ich habe mich auch erkundigt, eigentlich sind beide alles Esser und alles Punkt. Alles Esser, und deshalb bekommst du einen Gutschein. Da beim Gast noch ganz sicher, wir schauen immer auf die Regionalbetriebe. Und ich denke, ich bin in Deutschland. Danke vielmals für die schönen Worte und danke für die Geschenke. Und Jura sagt auch danke, Rob. Ehrlich gesagt, das ist schon zwei Tage natürlich noch nicht ganz bewusst, weil ich noch ein bisschen müde bin. Aber in den nächsten Tagen wird wahrscheinlich besser sein, besonders wenn ich Urlaub habe, dann danke Urlaub. Wird bewusster. Aber trotzdem bleibe ich nur drei Gramm, bitte, nur drei Gramm ohne Entwicklung. Und immer mit tun. Danke. Es ist schön, dass wir heute zusammengebetet haben. Es ist schön, dass wir heute zusammen waren. Ich danke euch und wünsche euch einen schönen und gesegneten Sonntag und erfolgreiche Woche. Bitte wir uns jetzt um Gottes Segen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Guter Gott sei unser Knirpe, der uns das geben möge, was wir zum Leben brauchen. Menschlichkeit, Wärme, Geborgenheit, Liebe, Reichheit und Freude. Und das Vertrauen zu ihm, zu unseren Mitmenschen und zu uns selbst. Auch in dunklen Zeiten und schmerzhaften Erfahrungen möge Gott uns beistehen und uns immer wieder Mut und neue Hoffnung schenken. In Situationen der Angst möge er uns die Kräfte wecken, die uns helfen, all dem, was wir als bedrohlich erleben, standhaften zu können. So führe du uns zu einem erfüllten Leben. Und bis wir uns wiedersehen, möge Gott sein, der Schützer, der kann über uns halten. So begleite uns mit seinem Segen, der Allmächtige, und uns liebe der Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Geht hin.
Oh,